Und wie soll man denn da rüberkommen? Das geht doch gleich wieder kaputt. Wow. Oh Mann. Okay. Ja, das funktioniert schon mal nicht. Wow. Der ist ja wieder da. So, müssen wir, was ist das hier? Gesamtladestation. Ja. Ich denke, wir sollten zuerst oben lang. Richtig? Richtig. Also manche Sachen sind mir echt noch ein Rätsel, wie man daran kommen soll. Es ist zu kalt, ich soll doch nicht hier lang. Okay, wir müssen nach unten. Ist das richtig hier? Von A aus nach unten und dann hier nach Burania. Okay. Klub. Das ist ganz richtig. Wir sind zuerst hier lang. Noch weiter. Kommen wir hier durch? Nö. Wow. Ja, das hier verstehe ich auch noch nicht so ganz, wie das hier funktionieren soll. Oder das hier? Nun gut, wir gehen auf jeden Fall schon mal den richtigen Weg. Hey. Das ist richtig, hier geht's nach Burania. Weil wir doch hier oben lang gehen können. Bisschen falsch gelaufen. Wir gehen mal von unten nach Burania. Vielleicht. Wir hätten eigentlich von oben gehen sollen. Ich guck mal, was unten so uns auf uns birgt. Wir kommen hier gar nicht hoch, ne? Wir sind doch falsch gelaufen. Wenn man was treffen würde. Ich denke, du brauchst einen Spider-Ball. Ja, aber hält der Spider-Ball überall? Also hält er überall? An der ganzen Decke und so? Mal gucken, ob es... Ich weiß gar nicht, ob es den in dem Game hier gibt. Hm. Ich drücke die ganze Zeit falsche Knöpfe. Das weiß ich auch noch nicht so ganz, wie man da rankommen soll. Das sind voll die coolen Missiles, also 10 Stück, die man dazu bekommt. Aber nun ja. Jo, Batsch. So.
Hä? Sind wir doch wieder zwei oben. Was ist denn hier hin? Also von hier aus. Na gut, wir machen erstmal das Teil hier kaputt. Jetzt sind wir richtig. Jetzt nochmal abchecken. Bisschen weiter runter. Und von hier aus weiter runter und dann links. Oh, Mann. Okay. Nicht das richtige Loch. Das ist das richtige. So. Jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle. Oh. Das ist immer so ein bisschen Geduldsspiel. Wer greift zuerst an? Wer macht zuerst den Fehler? Ui. Boah, war ich so aggressiv? So. Auf nach Burania, jetzt aber. Das hat ganz schön lange gedauert. Ja, let's go. Möchte ich. Es sind schon 4 Stunden am Stream hier. Mal gucken, wie lange das Spiel geht. Ich schätze mal, dass es schon so 10 Stunden dauern wird. Ich denke, wir sind morgen damit auch ganz gut beschäftigt. Und davon werde ich, wie gesagt, das Let's Play auf YouTube hochladen. Also, hi, YouTube. Ah, oh, dann brauche ich schon wieder Fahrstuhlmusik. Und wir sind da. Burania. So, wir könnten hier runter. Da hat uns den Weg freigemacht und da gehen wir auch hin. Oh, nice. 1 von 4. Brauchen noch 3 weitere. Ach, sehr cool. So geht es also. Ja, manchmal öffnen sich Wege, wo man nicht wusste, dass es Wege gibt. Den Crow, wir müssen von der anderen Seite öffnen. Na gut, wir gehen jetzt aber erstmal dahin, wo der Weg eröffnet worden ist. Kann ich den Crow Beam und den anwenden? Geht das? Ne, anscheinend nicht. Hm. Hält ganz schön viel aus. Uiuiui. So. Der Weg ist frei. Nice. Sprit Gift. Sieht doch irgendwie aus, als ob es hier irgendwas Cooles gibt. Nein? Nichts Cooles? Und hier? Aha! Na, sieh mal einer an. Missile Container um 2 erhöht. Schön. Könnten da lang, aber ich gehe erstmal hier lang. Oh, da geht's auch weiter. Ob es hier drüben auch eins gibt? Nö. Oh, die Karte. Die können wir gerne gebrauchen. Hatten wir die Karte von Burania noch nicht? Anscheinend nicht. Ah ja. Da unten gibt es einen Speicherpoint. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen, aber wir können auch hier speichern. Passt schon. Oh, ich bin echt auf den Speedrun von dem Game World gespannt. Ui. Immer der falsche Knopf.
Ist jetzt wieder voll. Wo geht's hier unten noch weiter? Oh. Nix da. Ach, das war der Safe Point hier. Ne, das ist der Computer. Haben wir mit dem schon geredet? Da gibt nichts zu bereden, wie es aussieht. Doch, mit dem haben wir schon geredet. Okay. So, ist die Frage nur, gehen wir weiter runter oder gehen wir weiter hoch? Ich glaube, wir gehen erstmal oben abchecken, was so schön es gibt. Perfekt. Trouble Beam. Hä? Warum sollte man sowas machen? Warte, warte, warte. Ach ja. Ach ja, ach ja. Lass sie mal eine ab. Nice. Missile Plus Container halten. Plus 10. Oh ja. Schön. Das sieht man doch gerne. Ah, ich verstehe. Man muss den doch mit den Crabble Beam abschießen. Ah, so einer ist es also. Interessant. Krass. Let me... Kun Miko, that's the solution. Na, lass mal's in Ruhe. Macht nicht genug Damage. Oh, das ist Gift. Boah, hier wird man echt mit allem Möglichen konfrontiert. Oh, hab nicht gut getroffen, oder wie? So, jetzt. Ach so, ach, das war das gewesen. I see. Komm noch mal her. Komm. Das mit dem Gift ist mies, ne? Beide down. Sehr schön. Oh. Erstmal hier aufladen. Ich glaube, der gibt Leben. Leben ist gut. Hey, was essen wir heute? Oh, gute Frage. Auf was hast du Bock? Wow. Was könnten wir heute essen, Laura? Ein herzliches Willkommen auch im Stream und du hast Feierabend. Nice. Sollen wir was bestellen, oder? Was meinst du? Gut, gut, gut. Crabble. Einmal rangekrabbelt. Hui. Ah, interessant. Knapp. Ich sag zuerst noch knapp. Hallo? Na komm. Und dann das. Indisch bestimmt. Oh ja, ich hätte auch Bock auf Indisch. Definitiv. Indisch ist gut. Gut, 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 gut. Gute Idee. Gut, gut, Kompliment. So, jetzt aber ein bisschen mehr schwingen. So. Oh, hi. Ach so. Darf man das hier machen können? Zu spät. Bam. Nice. Wieder eine Runde grappeln.
Oh oh. Oh, das sieht nach Unterwasserkampf aus. Das Vieh, das wir vorhin gesehen haben an der Scheibe. Damn. Kann es sein? Kann ich es wegrubbeln? Jetzt sehe ich. Okay, I see. Oh. Excuse me? Boah, ich bin gleich tot. Holy crap. Okay, dead. Holy crap. Heute kein Gänchen mehr, nee. Masala und Linsen. Oh yeah. Das ist, interessanter Bossfight, damn. Wir probieren es gleich mal nochmal. So, überspringen. Also, wir haben es ein bisschen besser verstanden diesmal. Oh, hey. Das Vieh. Also, ich weiß, dass ich hier ausweichen muss. Ich lass mich doch mal da hoch. Ich muss einmal den hier machen und dann so. Und dann kann ich hier ein paar Mal da dranhauen und dann muss ich wieder runter. Boah. Miese Nummer. Und wieder runter. Wow. Die machen so viel Damage, ey. Boah, der Kampf ist echt nicht so geil. Ja. Alter, holy crap. Okay, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Bestellen wir eine Aussage. Boah. Okay, also hier hoch. Oder auch nicht. Jetzt wird zweimal getroffen werden von dem Vieh. Wie? Von der Ecke aus hier hinten kann man anscheinend auch gut dorthin treffen. Wow. Das macht zu viel Damage, ey. Aber von hinten hast du da drauf, ist glaube ich keine schlechte Idee. Tatsächlich kann man auch mit den Missiles dorthin treffen. So. Oh, voll treffen lassen. Nice. Ah, jetzt müssen wir erst da hoch. Okay, I see. Boah, geht's noch langsamer. Kann ich von mir jetzt irgendwas treffen eigentlich? What the hell? Heute kein Genshin. Morgen. Morgen spielen wir ein bisschen Genshin, weil am Mittwoch kommt ja sowieso auch das Update. Und danach wieder hier Metroid. Okay, wir haben es ein bisschen besser verstanden jetzt. Man muss gar nicht da hoch. Da oben dran festgreifen. Wir müssen einfach nur hier in die Ecke gehen und das Seil da oben abknallen. Nice. So, jetzt müssen wir das hier einfach nur beschleunigen, wie es aussieht. Das Wasser nämlich weg. Und jetzt kommen wir schneller rüber. So. Müssen wir das Ganze hier nämlich auch noch anmachen. So, und jetzt ist das Wasser komplett weg. Und jetzt können wir hier schön angreifen. Holy crap. Okay. Und das Wasser ist back on. Das ist interessant. Das ist echt ein interessanter Bossfight.
Den habe ich so auch noch. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Sehr schön. Das heißt, das hier wieder anmachen. So, nach oben weg. Okay, bis man das mal kapiert hat, was man machen muss. Aber wenn man es mal kapiert hat, GG's. Ah, verdammt. Okay. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, es sind zwei Stück hier, die rot sind. Oh. Ah, viel zu früh wieder, mal wieder. Okay, okay, okay. Es wird, es wird. Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Sieht gut aus, sieht gut aus. Nice. GG. Oh, wie oft sind wir gestorben? Dreimal? Alle guten Dinge sind vier oder so. Schönes Ding, schönes Ding. Oh nö. Ich würde an der Stelle sagen, beenden wir die Folge. Und wir machen bei der nächsten Folge wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Bis morgen dann.